Frei nach dem Motto, was lange währt, wird endlich gut, hat in Schärding die neue Bierapotheke endlich ihre Pforten für Gäste geöffnet. Wir haben ja einen Plan gehabt, was wir mit dem ehrwürdigen Kapsreitergebäude machen. Also nicht nur als Lager und die Außenwände sanieren uns doch, sondern auch wirklich ein gemütliches Stüwerl machen. Und das war vorhin so im März fertig. Wir haben die Einladungen schon Druck gehabt und auf einmal hat es geheißen, es geht nichts mehr. Und dafür freuen wir uns heute, fast anderthalb Jahre später, umso mehr, dass wir es endlich der Bevölkerung zeigen können, dass wir es einweihen können und dass wir Gaudi haben. Genau wie das süffige Baumgartner und Kapsreiterbier hat auch die Bierapotheke in Schärding bereits lange Tradition. Damals hat der Kammerschauspieler Heinz Reinke irgendwann in späterer Stunde die Idee geboren, dass man auch eine Apotheke in einer Brauerei einrichten könnte, nämlich dann, wenn man Schmerzen hat, auch die entsprechende Medizin sich zu besorgen. Schon im Mittelalter galt Bier als Heilgetränk. Es wird schon seit Jahrhunderten als Naturmittel eingesetzt und ist in Maßen genossen nicht schädlich. Ja, es geht einmal um das, dass man wie in der Apotheke was kriegt, wenn man ein Wehweh hat oder wenn man einen Kummer hat oder dass man halt fast Tag und Nacht einfach versorgt wird und manchmal ja akut versorgt wird. Und dann geht man halt in die Apotheke und in dem Fall kriegt man halt ein Bier und das tut dann gut. Und mit 19 Biersorten ist bestimmt für jedes WW ein heilendes Tröpfchen dabei. Viel Augenmerk wurde auf die Optik gelegt. Herzstück ist die riesige Bar samt alter Messing-Kupferschank. Ein weiteres bieriges Highlight für die Tourismusstadt Schärding. Gibt's sonst nirgends. Und nachdem wir Tourismusstadt ist, wo es viele Führungen gibt, wird die Bierapotheke ein besonderer Punkt sein, wo alle Stadtführer wahrscheinlich ein paar Minuten aushalten werden. Eine der beliebtesten ist wirklich die Brauereiführung. Ich bin jetzt selber heute da, dass ich mir mal überzeuge, wie es jetzt neu ausschaut. Ich bin wirklich beeindruckt. Also es ist wunderschön geworden. Es ist jetzt ein bisschen offener, es ist ein bisschen heller und es ist einfach freundlich und es, glaube ich, lohnt schon ein für den einen oder anderen einmal, wenn er eine kleine Brauereiführung macht, dass man da noch ein bisschen sitzen bleibt. Vor allem schaut es aus nach einem Ort der Kommunikation, sieht man heute schon. Ich glaube, die Einrichtung ist so angebracht, dass man sich gut unterhalten kann, wirklich unterhalten kann. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Part. Denn die Bierapotheke ist nicht nur krönender Abschluss einer jeden Brauereiführung. Sie ist künftig ein Ort der Tradition, der Gemütlichkeit und vor allem des Genusses. Prost!